Luxussprinter sind das neue Spielzeug der Superreichen. Der Clou: von außen eher unauffällig, aber von innen macht's ordentlich was her. Feinstes Luxusleder, edles Wurzelholz und die neueste Technik. Und alles lässt sich per iPad steuern. Die Geschäftsidee hatte Paul Klaassen. Seit 6 Jahren pimpt er gewöhnliche Mercedes-Sprinter, kauft sie für 60.000 Euro, verbaut edelstes Material und verkauft sie im Schnitt für 300.000 Euro. Nach oben gibt's keine Grenzen. Hier kann man sich so richtig schön ordentlich durchkneten lassen und das Ganze ganz einfach gesteuert per iPad. Drücke ich mir den Knopf und bewege sich schon den Sitz. Steige ich mir in ein anderes Menü und sind wir schon bei Massage. Ja, so einen Sitz hätte ich auch gern zu Hause. Ist eigentlich fast besser als bei jedem Thailänder. Hier wird man echt ordentlich durchgeknetet. Die 300.000 Euro Luxusschleuder geht übrigens an einen mächtigen Mann nach Russland. Der Name ist Top Secret. Die 2 kleinen Brüder hat er gleich mitbestellt. Macht eine Gesamtrechnung von schlappen 665.000 Euro. Das Hauptgeschäft sind Sprinter, aber auch Busse pimpt der 33-Jährige auf. Für einen Scheich aus Katar hat er die Gemächer 1:1 auf 4 Rädern nachgebaut. Preis des rollenden Palastes 1,5 Millionen Euro. So, und jetzt testen wir mal das Surround-System, denn das hat ordentlich Wumms. Herr Klaassen, schmeißen Sie mal die Mucke an. An den Luxus könnte ich mich schon gewöhnen. Hier können Sie sogar aufreisen, guten Abend RTL schauen oder mit dem Beifahrer quatschen. Hallo Herr Klaassen. Wie ist es eigentlich? Sie erfüllen doch eigentlich jeden Wunsch, oder? Ja. Darf ich ja mit den Sprinter behalten? Wenn Sie nötige Kleingeld haben. Habe ich leider nicht, aber ein Versuch war es ja wert. Pustekuchen, die Luxusschleuder geht ja an den geheimen Auftraggeber nach Russland. Passt dann auch zu Shampoos und Kaviar.